Nach meiner ersten Buchbesprechung kam aus der Community die Anregung, doch mal über das folgende Ameisenbuch zu sprechen, welches sich wahrscheinlich in den Regalen so einiger Kinderzimmer befindet. Gemeint ist das Sachbuch aus der Reihe Was ist was? Vom Tesloff Verlag. Der Titel lautet Ameisen und Termiten, fleißige Baumeister und ist für knapp 13 Euro erhältlich. Meiner Meinung nach richtet sich das Buch an Schüler und SchülerInnen ab der 5. Klasse. Für den Kindergarten, also für mein Fortbildungsprojekt im August, ist es demnach nur indirekt zu gebrauchen. Ich wähle bewusst den Ausdruck indirekt, weil wer sagt denn, dass ErzieherInnen immer gleich ein Biologiestudium abschließen müssen, um Kinder bei der Entdeckung der Welt begleiten zu können? Um sich wesentliche Ameisengrundlagen anzueignen, ist dieses Buch also ebenso für Erwachsene und das pädagogische Personal der verschiedenen Einrichtungen wie Kita, Schule und Umweltbildungszentrum geeignet. Mit insgesamt 22 verschiedenen Ameisenarten, die in diesem Band Erwähnung finden, kann man viele Beispiele wiedergeben, die für die Vielseitigkeit dieser spannenden Tiere steht und die Neugierde weckt, mehr zu entdecken. Die Texte sind gut strukturiert und bringen in Kürze das Wesentliche auf den Punkt. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir der Einstieg, bei dem ein außerirdischer Besucher bei der Erkundung der Erde als erstes auf die sechsbeinigen Krabbler trifft und sofort von den großartigen Leistungen dieser kleinen Tiere begeistert ist. Diese Vorstellung ist gar nicht so weit hergeholt, denn es gibt mehr Ameisen als Menschen auf der Erde. Ich als Ameisenfan sehe allein darin schon die Motivation, sich mehr mit diesen Tieren zu beschäftigen. Die Entdeckungslust wird durch besondere Bilder und Illustrationen unterstützt, die nicht nur die Seite auflockern, sondern adäquat den Erkenntnisgewinn unterstützen. Jede Erzieherin erhält somit einen ausgewählten Fundus von wahren Ameisenmärchen, die sie in der Gruppe erzählen kann. Denn nicht nur im Kindergarten hören Menschen gerne den Erzählungen anderer Menschen zu. Voneinander lernen, so alt diese Methode auch sein mag, ist aus meiner Erfahrung auch heute noch die nachhaltigste Lernmethode überhaupt. Und gerade dort, wo Kinder selbst noch nicht lesen können. Inhaltlich ist das Buch in vier große Kapitel unterteilt. Das erste beschäftigt sich ganz grundsätzlich mit dem Aufbau eines Insektenstaates und leitet im zweiten Kapitel konkret zu Ameisen über. Im dritten Kapitel geht es um Termiten, welches mit einer anschaulichen Gegenüberstellung dieser beiden Tierstaaten endet. Im letzten Kapitel geht es um uns Menschen und unser Verhältnis zu Insekten. Eine kurze und knappe Erklärung zu den wichtigsten verwendeten Fachbegriffen findet man im Glossar ganz am Ende. Auf der inhaltlichen Ebene wird dem Leser wirklich viel geboten und auch die Gestaltung und Auswahl der Bilder zeigt, dass sich der Verlag viele Gedanken gemacht hat. Ohne hier aber den Besserwisser raushängen zu lassen und zu behaupten, dass ich alles in Perfektion beherrsche, möchte ich aus meiner fachlichen Sicht an der einen oder anderen Stelle noch ein paar Ergänzungen anbringen. Denn manchmal fehlt es nur an einer Kleinigkeit, um das Wissen richtig zu verbinden und für den Leser ein tieferes Verständnis in die Komplexität dieses Forschungsgebietes zu geben. So im Kapitel Gemeinsam sind sie stark. Auf dieser Doppelseite wird deutlich, dass ein Ameisen- oder Termitenstaat nicht ein chaotischer Haufen von Einzelindividuen ist, die ohne erkennbaren Sinn umherirren und nur ganz zufällig am richtigen Ort das Richtige tun. Nein, weit gefehlt, denn hier herrscht Zucht und Ordnung und es gibt klare Regeln und ein ausgeklügeltes System, das allgemein als Arbeitsteilung bekannt ist. Diese beruht darauf, dass die verschiedenen Gruppen im Ameisenstaat entsprechend ihrer Rolle nur bestimmte Aufgaben machen und in diesem Sinne eine hohe Spezialisierung entwickelt haben. Schade ist, dass sich für diese Rollen
fachlich auch Kasten genannt, die veraltete morphologische Kastendefinition zugrunde gelegt wird. Hier wird der Insektenstaat in die drei Gruppen unterteilt, den Arbeiterinnen, Männchen und Königin. Sie werden allein anhand ihres unterschiedlichen Aussehens in die entsprechende Schublade Kaste gesteckt. Schublade ist hier nicht negativ gemeint, sondern soll viel eher die Assoziation eines Ordnungssystems widerspiegeln. So hilft der Begriff Kaste allgemein, die einzelnen Ordnungsstrukturen im Ameisenstaat benennen zu können. Dies wiederum erlaubt eine präzise Beobachtung, sodass Zusammenhänge erkannt werden können, die letztendlich zu einem besseren Verständnis führen. Insgesamt geht es also darum, Dinge beim Namen nennen zu können. 2015, als dieses Buch erschienen ist, war jedoch in der Ameisenforschung bereits eine andere Definition dieses Begriffs anerkannt, die sich eher auf die Funktion im Ameisenstaat beruft. Sie erlaubt einen Blick über den Tellerrand hinaus, in dem nicht nur erwachsene Tiere, sondern alle Entwicklungsstadien mit eingeschlossen sind. Einzig und allein die Funktion für den Staat ist das Entscheidungskriterium, ob ein Koloniemitglied zur Kaste X oder Y gehört. Um dies zu verdeutlichen, möchte ich gerne auf ein Beispiel aus dem Buch eingehen. So wird auf der Seite 23 von Larven berichtet, die Ameisen wie Klebepistolen verwenden. Diese Weberameise baut ihre Nester nämlich auf ganz besondere Art und Weise. Sie zieht Blätter eines Baumes zusammen und verbindet die Blattränder mit einem Klebstoff. Diesen liefern entsprechend große Larven, die wie eine Uhu-Tube ausgequetscht werden. Am Ende ist ein bis zu kopfgroßer Hohlkörper entstanden, der allen Nestmitgliedern ein Zuhause bietet. Die Larve selbst stirbt dabei nicht. Sie kann sich nur nicht mehr wie ein Schmetterling in einen Kokon einspinnen. Zum Wohle der Gemeinschaft verzichtet sie also auf ihren persönlichen Schlafsack und schafft damit aber für alle einen sicheren Platz. Ihre Funktion ist also, einen Klebstoff für den Nestbau zu liefern, und somit werden die Larven dieser Ameisenart als eigene Kaste gesehen. Dementsprechend gibt es bei der funktionellen Kastendefinition nicht nur die Kaste Arbeiterin und Geschlechtstiere, die Königin und Männchen zusammenfasst, sondern auch, wie in diesem Beispiel, die Larven. Auch wenn mit diesen Ausführungen die Begrifflichkeit der Kaste bei Weitem nicht vollständig abgehandelt wurde, soll dies uns hier aber in diesem Rahmen reichen. Die Folge der Ordnung im Ameisenstaat ist, dass nur eine bis wenige Tiere allein das Recht haben, sich fortzupflanzen. Der eine oder andere könnte sich jetzt gleich darauf die Frage stellen, warum ein Tier überhaupt auf eigene Nachkommen verzichtet. Denn in der Natur geht es ums Überleben, den Kampf um den Lebensraum, um Nahrung, um den Geschlechtspartner und so weiter und so fort. Gemessen wird dieser Erfolg des Überlebenskampfes in der Anzahl der Nachkommen. Demzufolge hat eine Ameise, die freiwillig auf Nachkommen verzichtet, kläglich versagt. Oder doch nicht? Die Antwort auf diese Frage findet der Leser im Kapitel »Das Rätsel der Selbstlosigkeit«. Einfach, aber völlig korrekt wird hier mit der Verwandtenselektion erklärt, dass der Erfolg von Verwandten auch als eigener Erfolg gezählt werden kann. Ohne deren Unterstützung würden nämlich viel weniger Nachkommen großgezogen werden können. Und aufgrund der nahen Verwandtschaft tragen die Nachkommen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch Merkmale, über die die Helfende verfügt. Somit kann man also in etwa sagen, es wäre, als hätte sie selbst Kinder bekommen. Mit diesem Wissen ist das selbstlose Verhalten also eine effiziente Strategie, den Fortpflanzungserfolg über die eigenen Möglichkeiten des Individuums hinaus zu steigern. Der aktuelle Wissensstand der Forschung liefert mit der Multilevel-Selektion noch viel weitreichendere Antworten auf die komplexe Frage, wieso Selbstlosigkeit nicht ausgestorben ist. Auch diese Erkenntnisse gab es bereits 2015.
Gerade an dieser Stelle bin ich aber der Meinung, dass die Autorin mit der Nichterwähnung richtig entschieden hat. Dieses Niveau gehört für mich nämlich eher in die Universität bzw. in besondere Fachgruppen. Als absoluter Ameisenjunkie habe ich viele, viele Stunden Fachliteratur gewälzt und mich durch englischsprachige Forschungsartikel gegraben und kann noch heute nicht aus dem Stegreif eine Kurzerklärung liefern, ohne ins Stottern zu geraten. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Ich lasse es euch dann auf jeden Fall wissen. Zurück zum Buch möchte ich auf die Seite 14-15 hinweisen, die fabelhafte REM-Aufnahmen zum Körperbau von Ameisen zeigt. Diese Doppelseite kann ganz gut genutzt werden, um den typischen Aufbau aller Insekten aus drei Körperabschnitten, Kopf, Brust und Hinterleib, zu vermitteln. Kommen die Begriffe Beine und Fühler hinzu, hat man ein Grundvokabular, um die Entdeckung bei der Beobachtung von Ameisen in der Natur auch verbalisieren zu können. Es gehört demnach zur Erweiterung des Wortschatzes dazu, um in den Austausch mit jungen ForscherInnen zu kommen. Auch wenn nicht alle Ameisen Hügel bauen, gibt doch die Beschreibung der roten Waltermeisen auf Seite 24-25 gute Einblicke in einen Ameisenalltag. Die Länge des Textes eignet sich, vorgelesen zu werden. Und gemeinsam kann man mit Kindern die Zahlen im Text und die Zahlen in der Abbildung entdecken und somit dem zuvor erzählten Inhalt ein Bild geben. Eine schöne Möglichkeit, mit Kindern ins Gespräch zu kommen, bei der sie ungezwungen ihre Fragen loswerden können. Abgerundet wird das Ameisenkapitel durch eine Doppelseite, die besondere Leistungen dieser Tiere kindgerecht zusammenfassen. Nicht jede Leistung ist für die Kita geeignet, denn mit Gradzahlen und Stundenkilometern kann man erst ab Klasse 5 etwas anfangen. Aber mit kleinen Modifizierungen beim Gewichtheber und Wüstenrenner kann also auch ganz kleinen Naturentdeckern geholfen werden, herauszufinden, ob sie genauso stark oder genauso schnell wie eine Ameise sein können. Dazu habe ich ein mehrfach erprobtes Angebot entwickelt, um Kindern handlungsorientiert an dieses Thema heranzuführen. Wenn dich das interessiert, schreib mir einfach. Zu guter Letzt möchte ich noch diese Doppelseite erwähnen, die Anregung gibt, wie man Ameisen in der Natur oder auch im heimischen Wohnzimmer als Haustiere beobachten kann. So wird hier auf der rechten Seite gezeigt, wie man mit einfachen Mitteln ein Labyrinth herstellen kann, das die Tiere auf der Suche nach Futter durchlaufen. Mit diesem Setting kann man zeigen, dass nachfolgende Tiere den Weg schneller finden. Legt man auf den Boden ein Löschpapier, kann man das Rätsel dieses Phänomens lösen. Das zuvor geheime Tupfen des Hinterleibs auf den Boden wird nämlich durch das Löschpapier sichtbar. Diese kleinen Flüssigkeitstropfen, die man dann sehen kann, sind nämlich der Grund, warum die Ameise schneller laufen konnte. Sie folgt nämlich der Duftspur ihrer Vorgängerin. Die feinmotorischen Voraussetzungen für dieses Experiment, also für die Herstellung dieses Experimentierkartons, passen eher meiner Meinung nach in den Grundschulbereich. Das schließt aber nicht aus, dass Erzieherinnen einen solchen in Eigenregie herstellen. Ein wenig technisch aufgepimpt kann man das sogar noch in der Mittelstufe gut durchführen, denn so hebt die Verwendung der Handykamera gleich bei vielen Jugendlichen die Motivation an. Auch wenn der Inhalt manchmal dadurch in den Hintergrund rückt, besteht doch immer die Chance, dass etwas hängen bleibt. In diesem Sinne beende ich diese Buchbesprechung und hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich würde mich sehr über ein Feedback von dir freuen und das kannst du mir einfach in den Kommentaren hinterlassen. Gerne kannst du dort auch einen Wunsch reinschreiben, egal ob es sich um ein Buch handelt, was ich auf meine Besprechungsliste setzen soll oder ob du von mir einen Ameisenbegriff erklärt haben möchtest. In diesem Sinne wünsche ich eine schöne Woche. Alles Liebe, eure Bianca.